Herr Kempen, wie können wir die globale Ernährung sichern und gleichzeitig Natur und Klima schützen? Geht das überhaupt? Also der wesentliche Ansatz ist eigentlich, denke ich, über den Verbrauch, also den Konsum, die Nachfrage nachzudenken. Bisher sind unsere Systeme ja hauptsächlich darauf optimiert, ich sag mal, das Einkommen der Produzenten zu maximieren, was ja auch ihr gutes Recht ist, in ihrem Interesse liegt. Und der Konsument möchte sich entsprechend seiner Konsumgewohnheiten irgendwie optimal ernähren. Nur es denkt keiner darüber nach, was das für die effiziente Flächennutzung bzw. für die zur Ernährung benötigte Fläche für Folgen hat. Und wir müssen einfach Systeme entwickeln, wie wir lernen, uns von möglichst wenig Fläche möglichst ausgeglichen und gesund zu ernähren. Und da ist es im Moment eigentlich so, dass weder die ökonomischen Anreize für den Produzenten noch die Geschmackspräferenzen der Konsumenten, ich sag mal, zu diesem Gleichgewicht hin tendieren würden. Und da müssen wir einfach versuchen, irgendwie, ja, neue Lösungen zu finden. Wie kann die Transformation der Ernährung gelingen, ganz konkret? Wie kann man das ins Werk setzen? Da muss ich ganz ehrlicherweise zugeben, da bin ich vielleicht der falsche Ansprechpartner, weil ich bin Agrarökonom. Ich kann relativ gut berechnen, welche Auswirkungen veränderte Ernährungsgewohnheiten der Konsumenten auf die Produktionsseite haben. Für mich ist der Konsument aber in meiner praktischen Arbeit eigentlich so eine Blackbox. Ich bin nicht der richtige Ansprechpartner, um zu entscheiden, welche Maßnahmen, ob es ein Werbeverbot ist, ob es Steuern sind oder Ermäßigungen auf bestimmte Produkte, was da beim Konsumenten die entsprechenden Änderungen hervorrufen würde. Von daher ist da eigentlich die Zusammenarbeit mit anderen Experten erforderlich, die eben den Konsumenten hauptsächlich in den Blickpunkt ihres Interesses rücken. Und diese Daten oder diese Ergebnisse, zu denen diese Leute kommen, die kann ich dann in den Agrarsektormodellen umsetzen und dann sozusagen bewerten, ob das die gewünschten Effekte auf Klima, Versorgungssicherheit, Emissionen und dergleichen hat. Das ist eigentlich meine Expertise. Sie hatten es jetzt noch etwas abstrakt ausgedrückt, dass sich auf der Produzentenseite, aber auch auf der Seite der Konsumenten etwas verändern muss. Was wäre das jeweils konkret, ganz, ganz Also, fassbar? es wird ja viel geredet über diese Halbierung der Tierhaltung, respektive der Halbierung des Konsums tierischer Produkte. Und da ist es schon so, dass diese Grundtendenz eigentlich richtig ist, dass man, um tierische Nahrungsmittel zu erzeugen, tendenziell mehr Fläche benötigt, als um die gleiche Energiemenge oder Proteinmenge mit pflanzlicher Nahrung. Was aber gleichzeitig auch nicht heißt, dass wir komplett auf die Tierhaltung verzichten sollten, weil auch bei pflanzlicher Nahrung relativ viele Koppelprodukte und Nebenprodukte abfallen, die noch sinnvoll über die Tierhaltung verwertet werden können. Und wir auch Ökosysteme haben, in denen die Tierhaltung eigentlich die bevorzugte Nutzung sein sollte. Also eigentlich kann man sagen, eine Kuh gehört auf die Wiese. Und die Wiese brauchen wir auch für die Biodiversität, weil unsere Insekten, unsere Vögel, die sind auch darauf angewiesen, dass es diese offene Landschaft gibt, wo eben die Wiese ist. Und ich glaube, es wäre jetzt auch nicht unbedingt der Natur dadurch gedient, dass man die Wiederkäuerhaltung einstellt, die Wiesen aufforstet, um mehr CO2 zu sparen. Das wäre vermutlich auch nicht das Richtige. Und deswegen ist eigentlich so, die bisherigen Ergebnisse deuten eigentlich darauf hin, dass der Konsum tierischer Produkte und damit auch deren Produktion reduziert werden sollte. Aber kein komplettes Ende der Tierhaltung, sondern wir brauchen einfach ein niedrigeres Level, das besser sozusagen, ja, besser dazu geeignet ist, sich ausgewogen und gesund zu ernähren, die Umwelt zu erhalten, so wie sie ist, und ja, nicht übermäßig zu beanspruchen. Was würden Sie sich da von der Politik wünschen, was sie bislang vielleicht jetzt noch nicht tut, aber tun sollte, damit in Zukunft dieser Ausgleich sozusagen zwischen Produzenten und Konsumenten besser gelingt? Also eigentlich ist es so, es wird im Moment aus meiner Sicht zu viel über Reglementierungen in der Landwirtschaft geredet und zu wenig über die notwendigen Anpassungen des Konsums. Zumindest ist das immer nur relativ abstrakt. Man sollte weniger Fleisch essen. Ja gut, ist schön, das kann man jedem sagen. Ob derjenige, der das gehört hat, danach wirklich weniger Fleisch isst, das weiß man ja eigentlich alles nicht. Und
das Wesentliche, was ich mir von der Politik wünsche, ist, dass sie eigentlich immer auf dieses Gleichgewicht zwischen Produktion und Konsum achtet. Im Moment habe ich manchmal den Eindruck, dass es leider so ist, dass die Politik weiß, die Landwirte können ja beantragen Prämien, dafür kann man ihnen Auflagen auferlegen, die kann man kontrollieren, dass sie relativ viel über nachdenken, wie sie die Landwirtschaft transformieren könnten, aber sich noch zu wenig Gedanken machen, dass es auch notwendig ist, die Nachfrageseite in irgendeiner Art und Weise zu transformieren, sodass sie mit der Produktion in einem Gleichgewicht landet. Und da sollte die Politik sich dieses Problems bewusst werden und da an Lösungen arbeiten und nicht so sehr den Fokus auf die Landwirtschaft richten, weil letztendlich ist es der Konsum eines Kilogramms Fleisch, der irgendwo Emissionen verursacht und nicht unbedingt die Produktion in Deutschland. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gut.